Ich werde meine Seminardatenbank in zwei Dateien aufteilen. Zum einen die Tabellen und für die Anwender später soll es eine Datei mit Abfragen, Formularen und Berichten geben. Ich öffne meine ACCDB, eine Datei, die ist hier in einem Verzeichnis gespeichert und ich möchte, dass mehrere Personen hierauf Zugriff nehmen. Ich habe hier ein paar Tabellen, ich zeige nur kurz den Aufbau, das ist erstmal nur ein Versuch hier. Ich habe hier vier Tabellen und diese vier Tabellen, da wird Zugriff drauf genommen über die Abfragen und über ein Formular. Ich habe hier eine Abfrage. Diese Abfrage zeigt mir alle Daten an und ich habe dort ein Formular und noch eins und da kann ich dann Daten auch eingeben. Ich möchte aber nicht, dass die Tabellen hier die Struktur verändert werden kann. Ich möchte hier lediglich einmal eine Datei haben mit verknüpften Tabellen und eine mit den Abfragen, wo ich dann vielleicht auch gar nicht diesen Navigationsbereich hier, diese Navigation erlaube. Und ja, ich teile das jetzt auf. Machen wir hier alles zu soweit. Mit Datenbank-Tools, Register-Datenbank-Tools, Gruppe Daten verschieben, Access-Datenbank. Da wird dann gesagt, dieser Assistent verschiebt die Tabellen in eine Backend-Datenbank. Das heißt, ich kann die schön sichern, kann immer die Frontends, die Anwendermasken, die Formulare, die Abfragen austauschen gegen neue und vielleicht sogar später eine ACCDE-Datei daraus machen. So, möchten Sie die Datenbank jetzt aufteilen? Jawohl, Datenbank aufteilen. Dann fragt er, wie soll die Backend-Datei heißen? Da muss ich mal kurz in das Verzeichnis hinein. Ich sehe hier die andere Datenbank. Er macht einfach BE für Backend drauf. Ich nenne es Daten. So, Daten, Access 2007-2003, ACCDB, jawohl, aufteilen. So, und jetzt trennt der Assistent in die Seminardatenbank und in die Datendatei. Ist erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt meine alte Seminardatenbank hier. Ich mache die mal zu. Und in dem Verzeichnis liegen auch die Daten. Ich klicke mal doppelt drauf. Und dort sind nur die Tabellen, die Datenhaltung mit ihrer jeweiligen Verknüpfung untereinander. Und ich mache das nochmal zu. Und in der ursprünglichen Datenbank habe ich die Verknüpfungen. So auf der linken Seite. Und die Abfragen. Ja, nun werde ich einfach hier noch per Option einstellen, dass dieser Bereich links gar nicht angezeigt wird. Datei, Optionen, aktuelle Datenbank. Ich möchte den Navigationsbereich nicht sehen. Guck noch mal kurz in die Navigationsoption. Ausgeblendetes wird auch nicht angezeigt. Ja, das heißt, ich habe auch eingestellt, dass beim Start nur das Startformular geladen wird. Also dieses Formular, womit ich mein Formular und meine Abfrage ausführen kann und dass der Seminartitel. So, ich muss das einmal schließen, neu aufmachen. So, das heißt, hier wird jetzt sofort das Startformular geladen. Ich kann mir die Seminarübersicht anzeigen lassen. Ich kann hier auch neue Datensätze einpflegen. Ja, es gibt ein neues Seminar. Ich muss natürlich noch vorne alles beschriften. Ist ein Excel-Diagramme-Seminar, macht der Theos, machen wir heute um 15 Uhr, Dauer einen halben Tag. So, und jetzt ist dieser Datensatz hier, dieser Datensatz ist jetzt hier angelegt worden. Ich mache dieses Formular mal zu. Ich kann mir die Übersicht anzeigen und ich habe hier eine Abfrage, wo ich auch nichts drin ändern kann. Ich kann nicht tippen, ich versuche das gerade. Hier ist das neue Seminar. Ja, und ich komme noch, und das ist jetzt noch eine Schwachstelle, ich komme jetzt noch an die ganzen Formularentwürfe ran. Ich kann jetzt noch hier Formularansicht, Layout und so weiter ändern. Das wäre dann Titel für ein neues Video, wie ich nämlich aus dieser ACCDB-Datei eine Frontend-Datei, eine ACCDE für mehrere Endanwender baue. Hier zumindest, meine Daten sind nun sauber getrennt. So, und das neue Seminar,
ist hier auch angelegt worden, 15 Uhr halber Tag. Wenn ihr direkt über euren YouTube-Kanal über neue Videos informiert werden möchtet, klickt bitte auf Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.